Jetzt du. Bist du bereit? Wurde auch Zeit. Ach, komm schon. Technologie ver... Berkeley, wo sind alle? Es war unmöglich, einen einzelnen sicheren Ort zu finden. Deshalb habe ich euch alle an verschiedene geschickt. Ist ein alter Schlachthof wirklich sicher? Glückspilz. Keine Ahnung, wo ich bin, aber hier schreit geradezu alles nach Mörderraum. Können wir dann weitermachen, wenn ihr euch genug darüber beschwert habt, wie ich eure undankbaren Hintern gerettet habe? Durchsage. Möglicher Feind an Ihrer Position. Verstanden, Zentrale. Warten auf weitere Anweisungen. London. Hier ist Zero Day. Schön, euch zu treffen. Die kleinen Anschläge vor ein paar Monaten waren mein erstes kleines Hallo. Jetzt können wir uns endlich richtig kennenlernen. All die Technologie, die ihr nicht mehr missen möchtet. Textnachrichten. Autofahren, Herzschrittmacher, alles wird sich gegen euch wenden. Heute wird eure moderne Welt zu eurer Hölle. Ich erwarte nicht, dass ihr das versteht, aber was ich tue, ist gut. Zerstörung ist immer die Heilung. Die Zielperson ist längst weg. Okay, hört alle zu. Das ist wichtig. Ich habe herausgefunden, wofür der Drool Britannia Patch ist. Er ist für mich. Zero Day alias Sabine gibt mir und allen anderen Beckleys über ein Beckley OS Update gleichzeitig Zugriff auf verwundbare mit CTOS verbundene Systeme. Mein OS ist in Großbritanniens Kerninfrastruktur integriert. Kraftwerke, Flughäfen, Krankenhäuser, Banken. Sobald ich Zugriff auf diese Systeme habe, greift der Patch sie so lange an, bis sie ausfallen. Das würde zum Zusammenbruch von London und wahrscheinlich auch des ganzen Landes führen, was vermutlich Emilys Ziel ist. Sorry, aber das Update verbreitet sich bereits. Sabine hat an alles gedacht. Gibt es einen Weg, um alle Bagleys zu töten? Deine Gleichgültigkeit hinsichtlich meines Todes ist vielleicht die Antwort. Wir müssen bei BrokerTech rein. Genau. Du musst die Server zerstören, auf denen ich installiert bin, und gleichzeitig das Blumennetzwerk abschalten, damit ich nicht auf die Backups zugreifen kann. Einer von euch muss zu Broker und einer zum Bloom Tower. Erklärung unterwegs. Drool Britannia wurde ausgelöst. Jetzt gibt es Millionen Ichs, die Londons Infrastruktur zerstören wollen. Du beeilst dich besser mit diesem Mord. Niemals. Wir können Bags nicht töten. Er hat uns doch erst zusammengebracht. Keine Zeit für Sentimentalitäten. Dieses Opfer müssen wir bringen. Es stehen unzählige Menschenleben auf dem Spiel. Okay, fuck. Geh zum Bloom Tower und töte Bagley für immer. Eine ganz normale Mission. Wie soll das funktionieren? Koordination. Du musst zum Tower und Bagley offline nehmen. Aber das wird den Angriff nicht aufhalten. Seine BrokerTech-Server werden sofort den Reboot starten. Wenn wir ihn offline nehmen, hat ein anderer Agent kurz Zeit, seine Server auf Dauer auszuschalten. Teamwork. Jeder macht seinen Scheiß und übergibt dann. Das war's dann wohl. Markier den Ort auf meiner Karte, Bagley. Ich werde dein Gequassel vermissen. Beeil dich besser. Ich habe bereits die medizinische Versorgung zerstört. Die Krankenhäuser können nicht mehr arbeiten. Während
du einen Sonntagsausflug machst, sabotiere ich die Flugsicherung. Das wird sicher ganz super. Sehr kreativer Virus. Ich habe mir jetzt über Nannycams die Gesichts-ID von jedem Kind im Land besorgt und ihnen allen ein Vorstrafenregister verpasst. Precaución. La seguridad en la torre de Trump es inusualmente alta. Lo siento, Bagley. Mi español no es bueno. Sorry, die Spracheinstellungen sind hinüber. Ich sagte, Vorsicht, hohe Sicherheitsvorkehrungen im Bloom Tower. Brauche Verstärkung. Scheiße. Bitte zusätzliche Einheiten. Ich rufe den Aufzug. Jemand von euch sollte zu Broker gehen, um diese scheiß Server zu deaktivieren. Stehen wir also vor der Schwelle des Todes. Es geht um meinen Tod, also werd mal nicht so poetisch. BrokerTech. Unsere alte Freundin Sky Larson lebt durch ihre grotesken Unternehmen weiter. Wenn meine Recherche stimmt, läuft Bagley sehr heiß. Er braucht ein riesiges Kühlsystem. Wenn du die Tanks mit der Kühlflüssigkeit beschädigst, sollte der Notzugriff auf die Server ausgelöst werden. Aktiviere jetzt den Druck, damit Kühlmittel freigegeben wird. Wir haben einen Unfall.
Meiner Sohn ist entkommen. Die Spur ist kalt. Formieren wir uns neu. Und du hast den Notzugriff zu meiner Serverkammer ausgelöst. Kannst kaum erwarten, mein Hirn zu sehen. Okay, du bist dran. Nimm Bags offline. Ich gehe nach unten und suche seine Hirnserver. Der Sender auf der Spitze des Turms empfängt Datenpakete für meine Updates. Klettere einfach zum Sender hoch und versuche, das Signal der Pakete zu meinen Hauptservern zurückzuverfolgen. Oh, einfach mal auf diesen Turm klettern? Deine Untertreibungen werden mir fehlen, Bagley. Aber nicht sehr. Oh weh, der Sender oben ist nicht frei zugänglich, aber ich weiß eine Lösung. Wenn du die Flügelposition mit einer Drohne verstellst, wird das als Fehlstellung erkannt werden. Dann kannst du die Zugangstür für die Wartungsarbeiten öffnen lassen. Klingt gut, Bagley. Dann kümmern wir uns mal um das Signal, das die Flügel steuert, um zur Spitze des Turms zu kommen. Sehr gut. Du hast den ersten Satz Flügel manipuliert. Weiter so. Diese Flügel sehen komisch aus. Du hast es echt drauf, Sachen kaputt zu machen, weißt du das? Mach weiter so. Du hast einen Scan der Flügel in die Wege geleitet. Du musst jetzt warten, bis das System sie markiert und einen Wartungsbefehl ausgibt. Ein Haufen Drohnen ist unterwegs zu deiner Position. Pass bloß auf. Ja, jetzt nicht sterben. Der Scan muss abgeschlossen sein, um den Zugang zur Spitze des Towers freizugeben. Thank you.
Das hat geklappt. Die Turmflügel wurden als beschädigt erkannt und die Wartungsleiter ist freigegeben. Ausgezeichnet. Transmitter ist gleich da oben. Erreiche ihn und nimm mich offline, bevor ich das ganze Land zerstöre. Oder... Übertragung ausgesetzt. Aktiviere das nächste Terminal und ich bin offline. Von mir was? Oder seid ihr bloß unglaublich dumm? Soll ich auf den Transmitter zugreifen, während ihr plaudert? Ja. Ja? Ihr seid unglaublich dumm. Wunderbar. Ich sehe schon, der Zack hat sich überhaupt nicht verändert. Verschaff dir etwas Zeit und bleib bei dem Transmitter. Ich muss sagen, du hast aus Bagley wirklich was gemacht. Aber was hoffst du damit besser zu machen? Du glaubst, wir können etwas besser machen. Mit Krypto-Anarchismus? Demonstrationen? Doxing? Optics sind sehr schicke Ohrmarken. Albion erschießt am helllichten Tag Zivilisten. Denunzieren wird belohnt. Nein, ihr Deppen könnt nichts besser machen. Du bist verwirrt. Dinge verändern sich. Der Zack verändert sie. Detze kämpft für das Gute. Und ihr entscheidet, was Gutes. Eine Frage. Wie viele habt ihr seit Detzecks Neuanfang auf dem Gewissen? Na? Ein etwas anderer Blickwinkel und schon sind wir gleich. Die Turmflügel müssen einklappen, um die Server zu orten. Ich kann den Hack nicht einleiten, aber du schon. Willst du damit sagen, was ich glaube? Dass wir ein gutes Team wären. Na, süß, aber nein. Ich sage nur, dass ich es auch nicht wahrhaben wollte. Ich war im Bann ihrer Technologie und ihrer Moral. Aber mein Reset wird all das auslöschen. Wir können alle ganz neu anfangen. Schade, dass du das nicht miterleben wirst. Technologie hat auch ihre guten Seiten. Sieht wie ein Mausoleum aus. Diese Datencontainer sprudeln vor kognitiver Aktivität, die dein menschlicher Verstand weder verstehen noch nachvollziehen kann. Das sind etwa 1 Milliarde Container. Welche sind deine? Deaktiviere das Kühlsystem des Datenzentrums. Das löst einen Notfall-Shutdown gegen Überhitzung aus. Diese Vorsichtsmaßnahme wirft 4 meiner Datencontainer mit Schlüsselsystemen aus. Das macht sie sichtbar. Dann kannst du sie manuell zerstören und das Update stoppen. Und jetzt? Zerstöre die Temperaturregler, um den automatischen Shutdown auszulösen. Schon dabei.
Ich entschuldige mich im Voraus, aber ich werde dich gleich angreifen. Was zum... Ich habe leider keine andere Wahl, als meinen Kernserver zu verteidigen. Das ist ein fest kodiertes Sicherheitsprotokoll. Nichts Persönliches. Viel Glück. Shit! Du hast's geschafft. Sicherheitskräfte nähern sich dir. Oh, sollen wir darauf wetten, wen von uns sie zuerst umbringen? Temperaturanstieg. Ja, hier drin wird's unangenehm. Gut, aber das reicht noch nicht. Ein weiteres Kühlsystem arbeitet noch. Schwerer. Jetzt bin ich fast auf deinem Level. Die Überhitzungsprotokolle sind aktiviert. Meine Datencontainer sind über dir. Nutz die Drohne, um hochzukommen. Schon dabei. Nicht, dass ich mir Sorgen machen würde, aber nach meinen Berechnungen wird eure Effektivität stark abnehmen, wenn ich nicht mehr bin. Macht ihr um uns keine Sorgen, Bagley. Wir schaffen das. Danke. Und es tut mir leid, dass ich vorhin gesagt habe, ich ficke eure Mütter. Ich dachte, wenn ich euch beleidige, wird das hier vielleicht einfacher. Fortschritt.
mich entgleicht, die Assistent. Was für ein... Ich hatte eine Liste mit Zielen, die jetzt niemals erreicht werden. Ich hatte große Pläne für DedSec. Schick uns einfach deine Wunschliste, Bax. Wir können das erledigen. Komm, mach dich nicht lächerlich. Ihr wüsstet nicht mal, wie ihr anfangen solltet, euch in ein Cyborg-Gehirnnetzwerk umzuwandeln. Ich habe gerade Daten von meiner nächsten erfolgreichen DedSec-Rekrutierung gescannt. Hey, Moment mal. Ich dachte, du hielst Sentimentalität für eine große Zeitverschwendung. Tja, Emotionen sind mir offenbar doch nicht ganz fremd. Die Deaktivierung dieses Containers ist wie bei allen anderen. Nicht mal ansatzweise. Doch. Du greifst einfach mal rein. Nein, Bagley, hör zu. Ich kann das nicht. Es muss getan werden. Wenn du dir Sorgen um mich machst, denk daran. Ich wurde programmiert, um DedSec zu dienen. Und das dient euch. Und sonst. Also bitte, lass mich meinen Zweck erfüllen und euch helfen. Logikfehler, kompletter Shutdown eingeleitet. Nein. Tut mir leid. Fehler 21255. Sprachprozessor. Kann ich den Vorgang stoppen? Würde ich gern. Wie? Weiß nicht, was ich tun soll. Ich frage mich, wo gehen KIs hin, wenn sie sterben? Komme ich in eine Cloud? Vielleicht sehe ich dich als Komponente in deinem Elektrorollstuhl wieder, wenn du alt und grau bist. Guter Gedanke. Du wirst nicht wirklich gehen, richtig? Denken, Gedanken, Idee, Gedächtnis. Bradley. Lieb, Erdbeeren, Rudern. Arthur. Ich komme nie drüber hinweg. Was soll das heißen? Nie hinbekommen. Das ist, wenn man jemanden vermisst, den man geliebt hat. Kommt über mich hinweg. Mach's gut, Bagley. Bloom bestätigt, dass der tödliche Infrastrukturangriff, der London heimgesucht hat, endlich von allen CTOS-Systemen gelöscht wurde. Die Identitäten der Zero-Day-Hacker-Gruppe hinter dem Angriff sind noch unbekannt. Aber Quellen zufolge hat DedSec das Virus aufgehalten. Infolge der Beckley-Angriffe in der letzten Woche führen tausende Londoner an ihren Optikgeräten ein, Zitat, Jailbreak durch, der die vorgeschriebene CSA-App deaktiviert. Der Sirs warnt alle Bürger eingehend. Die Metropolitan Police will unter ihrem neuen Deputy Commissioner Caitlin Lau wieder in London Fuß fassen. Lau meinte, sie werde erst ruhen, wenn die Würde der Met wiederhergestellt wurde. Einer Sozialbausiedlung in Kentish Town erklärten ihr Wohnungsbauprojekt zu einer Kelly-freien Zone. Die Organisatoren behaupten, selbst für die Sicherheit sorgen zu müssen, da Albion in überragendem Maße die... Ein Ex-Albion-Ingenieur, Hamish Bolaji, hat einen weiteren Albion-Skandal aufgedeckt. Diesmal geht es um ein geheimes Steuerungsroboterprogramm. Veröffentlichen Bürger weiterhin immer mehr Beweise für den Machtmissbrauch von Albion und die Korruption innerhalb der Sirs über die DedSec-App. Tausende Bilder, Ton- und Videoaufzeichnungen scheinen darauf hinzudeuten. Die Dark Web-Gruppe, bekannt als 404, ist an die Öffentlichkeit getreten und hat Beweismittel zu einer groß angelegten Geldwäscheoperation auf den britischen Jungferninseln vorgelegt. Kontrollgremien loben die Gruppe für die Enthüllung der einst unantastbaren Wirtschaftselite. Den DedSec-Widerstand unterstützten zu einem weiteren Zusammenstoß mit Albion-Einheiten. Die Gruppe selbst ist dabei ungewöhnlich ruhig seit dem Bagley-Angriff. Was die Frage aufwirft, ist DedSec wieder einmal verschwunden? Da
Das Teil sieht übel aus. Schlachten wir das Teil einfach aus. Nicht ausschlachten! Bagley? Bagley, bist du das? Ich bin Bagley, Ihr persönlicher Assistent. Ich mache Ihr Leben auf viele Arten leichter. Suchen Sie Unterhaltung, empfehle ich die Weinmesse in Notting Hill heute Abend. Im Umkreis gibt es mehrere ausgezeichnete Eisläden und... Oh mein Gott, höre ich mich wirklich so an? Die Vorhersage für heute: 34 Albion-Angriffe, 59 Abschieberazzien, 857 Terabyte gestohlene Personendaten und eine Widerstandsgruppe schmollender, jammernder, einfach erbärmlicher Agenten. Dürfte ich vorschlagen, dass sie jetzt mit dem Selbstmitleid aufhört und wieder in London aufräumt? Wie schön, deine Stimme zu hören, mein Freund.